Lipfred. Ja, lieber Lorenz Cartier, lieber Stefan Kraulaidis, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aber vor allen Dingen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Bad Doberan, aus der Umgebung, vielleicht auch Gäste. Ich begrüße auch ganz herzlich die vielen Kinder heute. Ich habe gelernt, heute ist Einschulung. Ich habe schon ein junges Mädchen getroffen, das sich heute auf die Einschulung freut und auf diesen neuen Lebensabschnitt. Wir sind, Lorenz Cartier und ich, hierher gekommen, um natürlich Stefan Kraulaidis zu unterstützen. Einen Kandidaten, der für Ihre Region die Interessen in Schwerin vertreten soll. Und ich glaube, er wird das gut tun. Und ich bin hierher gekommen, um Lorenz Cartier als Spitzenkandidaten der Christlich-Demokratischen Union zu unterstützen und für die CDU das allerbeste Ergebnis herauszuholen. Denn es geht um das Schicksal dieses Landes. Dieses Landes Mecklenburg-Vorpommern und seinen weiteren Weg. Es gibt Leute, die können gut provozieren, aber damit ist für das Land noch nichts erreicht. Du zerstörst Europa! Du! Das sagt Herr Stoiber, sagt dir das. Wir wissen, dass wir im Augenblick in einer Zeit leben, in der viele Menschen viele Fragen haben, auch Sorgen haben, auch Ängste haben. Aber das, was ich sehr, sehr oft in Interviews gesagt habe, ist, Angst ist in der Politik kein guter Ratgeber. Sondern wir müssen uns anschauen, welche Probleme müssen gelöst werden, wie haben wir das in der Vergangenheit gemacht und wo müssen wir vielleicht neue Wege gehen. Die hast du doch